Herzlich willkommen auf fachwirt-blog.de. Heute mit dem Thema: Was versteht man unter einem Sicherheitsbestand? Für den Sicherheitsbestand werden häufig auch Begriffe wie Mindestbestand, Reserve oder eiserner Bestand verwendet. Der Sicherheitsbestand sorgt dafür, dass immer ausreichend Material vorhanden ist und es somit zu keiner Unterbrechung in der Produktion kommt. Die Bestandshöhe errechnet sich übrigens aus dem durchschnittlichen Verbrauch einer vorherbestimmten Periode. Man spricht hierbei auch von der Wiederbeschaffungszeit. Wenn die Bestell- und Lieferzyklen reibungslos funktionieren, befindet sich der Sicherheitsbestand immer am Lager und wird nicht aufgebraucht. Sollte der Sicherheitsbestand einmal in Anspruch genommen werden müssen, sollte man am Anschluss die Prozesse auf ihre Funktion testen, damit eventuelle Ausfälle verhindert werden. Der Sicherheitsbestand ergibt sich, wenn man den durchschnittlichen Verbrauch einer Periode mit der Beschaffungsdauer multipliziert. Also, Sicherheitsbestand ist gleich durchschnittlicher Verbrauch der Periode mal Beschaffungsdauer. Eine weitere Möglichkeit der Berechnung bietet sich an, wenn man den errechneten Verbrauch in der Beschaffungszeit mit einem Zuschlag für Schwankungen im Verbrauch oder der Bestellung addiert. Weitere Informationen rund um die Weiterbildung zum Fachwirt und rund um die Prüfungsvorbereitung finden Sie hier im Kanal und auf fachwirt-blog.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.